Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen auf Golden Blau TV. Ich grüße euch aus ganzem Herzen und freue mich sehr, heute mit Martina Schana über die Einhörner mit euch zu sprechen. Und ich begrüße auch ganz herzlich Martina Schana. Hallo, ich grüße euch. Ja, ein ganz spannendes Thema. Die Einhörner. Gibt es sie? Gibt es sie nicht? Viele Menschen fragen sich das. Und wir haben uns gedacht, dass wir heute für euch ein Feld öffnen mit unseren Kanälen und die Einhornenergie ganz tief einfließen lassen und vielleicht so für den einen oder anderen den Zugang zu ermöglichen. Es ist ja so, die Einhörner, man hört, also ich habe seitdem ich Kind bin, immer von Einhörnern gehört. Es ist irgendwie, gehören sie dazu, auch wenn man sie nicht unbedingt schon mal richtig gesehen hat oder auch wenn man sie vielleicht nur mit seinem dritten Auge sehen kann oder weil man sie vielleicht auch nur fühlen kann. Also für mich ist es so, dass sie tatsächlich existieren. Was meinst denn du, Shana? Bei mir ist es auch so, dass ich schon immer hingezogen war zu den Einhörnern, in Filmen, in Büchern, in Geschichten. Und das finde ich auch das Erstaunliche, dass so über den Lauf der Zeit diese Energien nie verloren gegangen sind. Die Geschichten blieben erhalten, dass es sie gibt. Und ich habe es so für mich, während ich mich geöffnet habe für die Engelwelten, dann auch festgestellt, dass es auch diese Einhornenergien wirklich gibt, auch wenn sie jetzt nicht mehr feststofflich vorhanden sind, aber dass diese Energien tatsächlich sehr, sehr stark, sehr sanft, sehr weich, sehr zart sind. Und habe mich dann im Laufe der Jahre immer mehr damit beschäftigt und gemerkt, dass ich dann für mich so einen sehr schönen Zugang habe herstellen können und dadurch so die Teil meines Lebens sind immer wieder. Die Einhornenergie empfinde ich als so liebevoll und zärtlich, beschützend, heilend. Also ich kann mich da so richtig reinfallen lassen in diese Energie und spüre auch eine ganz besondere feine Liebe. Das ist ein Unterschied zu anderen Energien und ich hoffe, dass wir euch das irgendwie auch nachher fühlen lassen können. Es ist einfach wunderschön, mit dieser Energie enger verbunden zu sein. Und ich habe auch schon von einigen Menschen gehört, dass man das oft vernachlässigt. Man weiß zwar, es gibt die Einhornenergie, aber man vergisst vielleicht so im Laufe der Hektik des Alltags. Und ja, dafür sind wir heute da. Das möchten wir euch gerne näher bringen. Wenn ihr eine Frage habt, dürft ihr natürlich gerne im Chat schreiben. Wir beantworten das auch gerne. Und ja, es ist eine sehr heilende, liebevolle Energie. Und auch dadurch, dass ja in den letzten Jahren die Menschen feinfühliger, sensitiver geworden sind, ist der Zugang auch immer leichter. Um die Einhörner zu fühlen. Ich glaube, Jana, das geht dir auch mit Menschen, die du kennst. Vielleicht hast du ähnliche Gespräche geführt wie ich. Ja, also ich habe so festgestellt für mich, wenn einen so diese Energie berührt oder ruft vielmehr, dann ist der Zugang ziemlich leicht da und gerade auch Menschen, die ich kennengelernt habe, weil ich im Laufe meines Wirkens als Medium auch selbst eine Ausbildung channeln durfte, wo der Einhörner heißt, wo man eben diesen Zugang nochmal vertieft, kenne ich jetzt einige, die da diesen Zugang für sich eröffnet haben und vertieft haben. Und das war immer spannend, dass die Menschen, die da so einen starken Zug gefühlt haben zu den Einhörnern, da war die Energie auch ganz, ganz präsent und für die sehr, sehr spürbar. Und
An sich denke ich, wenn die Zeit reif ist, ist dieser Zugang dann auch da zu dieser Energie, ähnlich wie bei den Engelenergien, dass man auf einmal mehr fühlt als zuvor oder gerade so diese Präsenz fühlt. Das heißt, es kann nicht irgendwie erzwungen werden, wenn diese Öffnung geschieht, wenn diese Zeit reif ist, dann kann man spüren, so wow, das ist eine Energie, die begleitet mich oder die berührt mich, die ist total sanft. Und was ich ganz also bemerkenswert finde bei dieser Energie, ist, dass da dieses Wollen keine Chance hat. Also wenn man die irgendwie erzwingen will oder etwas will oder ruft oder also im Sinne von herbei erzeugen will, es funktioniert nicht. Die Energie ist wirklich fernab der Dualität und zieht sich dann auch zurück, wenn man etwas will im Sinne von erzwingen will oder Druck aufbaut oder etwas erwartet, sondern sie kommt, wenn man bereit ist, wenn man in einem unschuldigen, kindlichen, neutralen Zustand ist, wo man sich einfach öffnet für den Moment und für diese Energie und geschehen lässt, dann hat diese Energie die Chance, wirklich Raum einzunehmen. Also das ist so die Grundvoraussetzung, gerade für diese Energie. Deswegen braucht es so ein gewisses Bewusstsein oder so in diesem Zustand, in dem man sich begibt, um überhaupt diese Energie wahrnehmen zu können, weil sie so sanft ist, dass sie auch leicht übersehen werden kann. So. Ja, das stimmt. Und ich finde es eben so faszinierend, dass die Einhornenergie zu einem kommt. Also das ist wie ein ganz, ganz großes Geschenk. Und ich finde es auch so toll, dass man es nicht erzwingen kann, sondern einfach, wenn man selbst dazu bereit ist, wenn die Seele offen dafür ist, dass dieses Geschenk dann von ganz allein kommt. Und das ist für mich so dieses Fühlen, dieses Wissen eigentlich noch viel mehr, dass es mehr gibt als wie nur das normale Leben auf der Erde. Das ist schon fast ein Beweis, finde ich. Obwohl natürlich jeder logisch denkende Mensch jetzt sagen würde, das ist ein Quatsch, kann man nicht beweisen, aber für mich ist das so. Oder sage ich mal vielleicht die Bestätigung, dass es eben so viele wunderbare Energien gibt und die Einhornenergie ist davon sehr faszinierend. Und das heißt ja, wenn jemand in der tiefen Absicht ist und in der tiefen Liebe, dann kommt das Einhorn und verstärkt diese tiefe Liebe noch viel mehr. Und das möchten wir heute Abend vorbereiten für alle die also jetzt auch wenn ihr den Wunsch habt, aber noch nicht bereit seid, wird es nicht geschehen. Aber für alle die jetzt irgendwie schon an dem Punkt sind, da wird es geschehen. Und für die anderen, welche vielleicht schon einen Zugang haben zu ihren Einhörnern, ja, das kann sich ja nur verstärken. Ganz genau. Und das ist einfach, das finde ich schön, sich auch immer noch mehr mit dieser Energie zu beschäftigen, immer noch tiefer zu fühlen. Denn es geht einfach um das Fühlen, mit dem Herzen fühlen, mit dem Herzen sprechen, mit dem Herzen wirken. Und dafür ist die Einhornenergie einfach sehr, sehr, sehr faszinierend, sehr, sehr geeignet. Das sind alles jetzt so komische Worte aus der Dualität, die gar nicht dazu passen, finde ich. Aber es gibt halt auch keine anderen, wo ich es jetzt besser beschreiben könnte. Vielleicht findest du noch ein besseres Wort, Shana. Die Einhornenergie meinst du? Ja, dieses Gefühl, so eng verbunden zu sein. Ja. Ja, das ist auch das Bemerkenswerte, finde ich, bei der Einhornenergie, dass sie nicht so in Worte gepackt werden kann. Ich meine, das ist so eine wunderschöne, sanfte, überhaupt nicht duale Energie, dass das ist, finde ich, schwer überhaupt, also für mich persönlich auch schwer in eine Form gepackt werden kann. Also ich wollte lange Zeit auch keine Bilder von Einhörnern aufhängen, weil für mich war das so eine wunderschöne Energie, die auch keine feste Form hat. So.
Und ich habe jetzt doch so ein paar Einhornbilder, einfach weil es natürlich schön ist, auch über was Feststoffliches so in Kontakt zu gehen. Aber für mich hat so, ist so die Energie einfach so rein und so weit und so nicht feststofflich irgendwie, sodass ich dem auch gar nicht so eine feste Form geben möchte. Und auch die, wo dann auch die Worte aufhören. So. Deswegen eine Einladung an alle, die jetzt dabei sein, einfach, auch wenn wir nachher eine Meditation machen mit Worten, vor allem auf die Energie zu achten. Genau, das ist das Wichtigste. Also auch die Worte, die wir wählen werden, sind vielleicht manchmal gar nicht so passend, weil wir keine anderen haben. Aber die Energien, die sind ja rein und umwerfend. Die kommen ja direkt aus der Wirklichkeit und das, ich meine, so wie andere Energien auch, die wir channeln. Aber das ist genau das, bringt ja den Zugang. Und die Nähe, die spürbare Nähe zu dieser Energie. Ja, was wir wirklich nachher sprechen werden, das wissen wir ja beide nicht. Und ich weiß nur, dass rechts und links von mir zwei Einhörner stehen. Ja, und ja, genau, du hast es so schön gesagt, es ist eine ganz herzliche Einladung heute Abend für alle, diese Energie kennenzulernen und ja, damit dann das zu machen oder euch dann durch diese Energie führen zu lassen, dahin, wo es für euch gut und richtig ist, um vielleicht neue Welten zu entdecken, neue Gefühle, neue, eine andere Nähe der Spiritualität kennenzulernen. Das ist einfach das, was mich so fasziniert. Es ist kein Ton mehr da, sagt jemand. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so unterbrochen habe. Bei mir ist aber alles okay. Hörst du mich, Shana? Ja. Ja, vielleicht liegt es ja, keine Ahnung, an irgendwas anderem. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wollte keine Rolle spielen, das wäre ja lustig. Das war lustig. Okay, also wenn der Ton nicht da ist, dann nehmt einfach die Energie auf. Weil die Energie ist ja das Wichtigste heute Abend. Aber andere schreiben auch wieder, dass der Ton wäre da. Also vielleicht ist es nur bei dir, liebe Selina, sage ich einfach mal so. Diese Live-Sendungen sind immer wieder spannend. Also jedes Mal eine kleine Überraschung. Ja. Habt ihr denn eine Frage, meine Lieben? Ihr habt heute überhaupt keine Fragen, stelle ich fest. Ist denn, also ich werde ja auch manchmal gefragt, wie sieht mein Einhorn aus? Und das ist schon gar nicht so einfach auch zu sagen, weil ja da müsste man eigentlich die Töne des Einhorns in Farben übersetzen. Und in Bilder übersetzen. Also nur so geht es. Und das ist natürlich immer eine Interpretation von demjenigen, der es tut. Wie würdest du das machen, Shana? Ich habe gerade überlegt, weil ich glaube, ich wurde noch nie gefragt. Bei den Drachen wurde ich schon gefragt, aber bei den Einhörnern? Ich finde, auch bei den Drachen ist es einfacher irgendwie. Ja. Bei den Einhörnern wurde ich mal gefragt, ob die auch so einen sanften Farbschimmer haben können. Und dann kam das tatsächlich ja. Auch so diese Hörner, dass die manchmal in verschiedenen Farben schimmern können. Aber für mich haben sie immer so diese Energie von diesem strahlenden Weiß tatsächlich mich, also jetzt. Also ich habe auch meistens Silber, silberweiß.
Und eine ganz besondere Wärme. Ja, genau. Diese sanfte Wärme. Und dieses, also es ist fast wie so ein Glitzern, oder? Ja, und es ist so ein besonderes Wohlfühlen. So eine Geborgenheit. Ja, das stimmt. So wie wenn man auch beschützt ist, wenn einem gar nichts passieren kann. Eine ganz tiefe Verbindung, so eine sehr nahe Nähe. Ja. Und auch so ein Gefühl von Unendlichkeit, von Ewigkeit, von Frieden. Ja, also ihr seht, wir versuchen passende Worte, um euch das nahe zu bringen. Ja, dann werden wir doch, glaube ich, bald mal mit beginnen, das Feld aufzubauen, damit ihr auch verstehen könnt, was wir so die ganze Zeit in der Theorie erzählen. Wir haben uns gar nicht abgesprochen, ne? Ja. Ich kannte am Anfang ein etwas Spiel auf dem Instrument. Dann beginnt die Meditation. Ja, Ich schätze mal, genau. dass dann bei der Energieübertragung eben auch Klänge gespielt werden, schätze ich mal. Und dann zum Abschluss wieder und dazwischen die Meditation. Ja, wir werden uns irgendwie abwechseln, denke ich. Und ja, lasst euch mit uns überraschen. Jetzt muss ich schnell nochmal lesen. Eine Frage ist, das Einhorn hilft bei welchen Sachen, ist eine Frage. Und drunter steht eigentlich gleich die Antwort. Kann es sein, dass ein Einhorn das Herz öffnen kann? Also es hilft auf jeden Fall, das Herz zu öffnen. Habe ich auch bei ganz vielen Meditationen, die ich gechannelt habe, wo die Einhörner oder eine Einhorngruppe sich um denjenigen stellt und dann über das Horn das Herz öffnet oder es unterstützt in der Öffnung. So. Und an sich unterstützen uns die Einhörner in ein höheres Bewusstsein zu gehen und auch dabei Einweihungen zu empfangen, dabei Dimensionsreisen zu unternehmen, also helfen uns so beim Übertritt in ein anderes Bewusstsein, in ein höheres Bewusstsein, in andere Dimensionswelten, auch in der Natur, auch Naturwelten zu bereisen. Das sind so ein paar Aspekte. Also es heilt auf jeden Fall die Herzensebene. Es heilt Wunden und versöhnt mit der Liebe. Vergebung ist auch ein großes Thema, ja. Genau. Und Öffnung des dritten Auges auch. Durch die Intuition, weil ja auch die einen sehr verstärkt. Und hier unterstützen auch beim Channeln, Inspiration, Intuition, also auch diese Kanäle zu höheren Bewusstseinsebenen zu öffnen. Sie verstärken die ganze weibliche Energie, also alles, was auch mit Kreativität zu tun hat, mit Intuition und mit diesen geistigen Fähigkeiten. Sie stärken insgesamt die weibliche Seite. Weibliche Seite und auch die kindliche, also auch diese Neutralität, das Sein in dieser kindlichen Unschuld, in der spielerischen Freude, in dem Nichtwollen, in der Hingabe. Ja. Das ist so Und eine sehr starke weiblich-kindliche. Währenddessen so die Drachen so das Pendant dazu sind, mehr so die männliche Energie tragen. Das ist so wirklich das ausgleichende Element. also weil wir jetzt gerade kurz bei den Drachen sind,
beide Energien sind wichtig für den Ausgleich. Also man sollte nicht die eins vergessen, sondern wirklich, man hat ja auch, jeder Mensch hat ja einen Drachen, ein Einhorn, das sagen, stellen wir jetzt einfach mal so in den Raum. Und je mehr man sich mit beiden befasst oder das zulässt, desto mehr ist man auch in seiner Mitte ausgeglichen. Ja. Auf jeden Fall lese ich gerade im Chat, dass also manche von euch die Einhörner jetzt schon wahrnehmen können. Und dann ist ja unser Gespräch, bereitet ja auch schon die Energie vor oder durch die Worte, die wir jetzt gewählt haben, hält natürlich die Energie schon Einzug und es freut mich sehr, dass die Einhörner sich auch gerufen fühlen und euch, sich euch zeigen. Ja, dann würde ich sagen, wenn keine Fragen mehr kommen, ich sprühe mich schon mal ein. Ich habe mir so extra eine kleine Essenz gemacht und ich habe auch ganz viel davon. Und dann können wir ja mal langsam beginnen. Ich hole gerade mal meine Sachen. Wo habe ich jetzt? Ja. Und aber du darfst ruhig anfangen mit, okay, mit den Tönen. Ich glaube sogar, es ist so ähnlich wie deins. Okay. Ja, das macht nichts. Oh, das ist super. Ich wollte noch kurz zuvor sagen zu der Musik. Also die ist vom Ton her leider nicht perfekt, weil einfach die Übertragung nicht so gut ist über unsere Mikrofone. Aber auch hier spürt einfach in die Energien rein und ja, lasst euch fallen in die Energien, die wir auch über die Töne beim Übertragen unterstützen. Ich bin das silberne Einhorn und trage die Töne und Klänge der Liebe,
und Fürsorge mit jedem Wort in dein Herz, soweit du es zulässt. Hinter mir befinden sich sehr viele Einhörner. Sie tragen eine silberne Kette und sind bereit, diese Kette an einen von euch zu verschenken. Und wenn du und deine Seele dafür bereit sind, dann öffne dein Herz und lasse dich von unserer Liebe tragen. Spüre die Verbundenheit deiner Seele zu der bedingungslosen, unendlichen Liebe. Es breitet sich ein Feld aus, welche die Einhornenergie trägt. Und du wirst selbst fühlen, ob du dieses Feld betrittst, und du wirst selbst fühlen, was geschieht. Wir laden dich ein, zu vertrauen und dich fallen zu lassen. Wir laden dich ein, tiefer zu gehen in dein Innerstes. So öffne dein Herz weit für die Wirklichkeit. Tauche tiefer hinein in dein wahres Sein und spüre das gleißend helle Licht, das in dir ist, das niemals erlischt, niemals zerbricht, was stets in dir war und ewig ist. Kehr heim in dein Innerstes. Fernab vom Schein und spüre dein wahres, dein göttliches Sein. Tiefer und tiefer gleite hinein. Tiefer und tiefer in dein wahres Sein. Es ist wie eine Treppe, wo du hinabsteigst, tiefer und tiefer in dein Innerstes hinein und gleichzeitig emporsteigst in den Energien. Lasse dich fallen. Gehe Stufe und Stufe hinab, begleitet von uns. Wir weben mit jedem Schritt, welchen du tust, einen weichen Teppich des Vertrauens. Es ist der Teppich deiner Seele, deines Seins und deines göttlichen Lichtes. Je tiefer du dich getraust, den Mut hast, einzutauchen, desto stärker beginnt sich dieser Teppich in einer goldenen Farbe zu zeigen. Je mehr Vertrauen du zeigst,
desto weicher und glänzender zeigt sich dieser Teppich. Wir laden dich ein, dich selbst zu fühlen, in deinem höchsten Licht zu fühlen, dass du aus Liebe geschaffen wurdest. Dieses gleißend helle Licht, das du bist, es hüllt dich ein, es strömt aus deinem Innersten empor und hüllt dich ein wie eine warme Decke der Geborgenheit. Dies ist die Wirklichkeit. Vertraue und schaue dein Innerstes. Es ist so sanft und so klar, so wahr, fernab von der Dualität. Kannst du spüren, dass in dir dieser Raum der Liebe ist, der Zuversicht, dieses helle, gleißende Licht, das niemals erlischt. Deine göttliche Flamme, die in dir ist. Und so lassen wir unser eigenes Licht der Liebe leuchten. Wir lassen dich fühlen, wie ein Einhorn in der Liebe getragen ist. Stärken dein Vertrauen und dein Licht. Ein Raum der Schwerelosigkeit, der Zeitlosigkeit eröffnet sich in dir. Mit diesem Klängen. Ein Raum, in dem nur diese Liebe existiert. Ein Raum, in dem du dich fallen lassen kannst. Gebe dich hin diesem Strom, dieser Zeitlosigkeit. Es ist wie wenn du schwebst. Hier darfst du einfach sein. Und so laden dich die Einhörner ein, in diesem Moment mit ihnen zu sein. Viele bilden nun einen Kreis der Liebe
um dich. Und du kannst sie spüren, ihre Wärme, ihr Licht. Eines dieser Einhörner tritt nun aus dieser Reihe hervor und es hat ein ganz besonderes Geschenk für dich. Es tritt zu dir und wird dich nun mit seinem Horn berühren, tief in deiner Seele und nun jetzt Heilung geschehen darf und dir ein Geschenk überreichen. So lasse geschehen. Manche werden Herzen berührt, wo Herzensheilung stattfinden darf. Manche am dritten Auge, wo eine Öffnung des dritten Auges stattfinden darf. Bei manchen findet eine Heilung alter Wunden statt, alter Narben, Verletzungen. Bei manchen werden Kanäle geöffnet, geweitet oder Membranen aufgelöst, die nicht mehr dienlich sind, damit neue Weite im Bewusstsein entstehen darf. Und bei manchen wird die persönliche Einhornverbindung gestärkt. Denn auch du, der du dies jetzt spürst, auch du hast ein persönliches Einhorn als Begleiter, das dich beschützt und behütet. Und auf deinen Reisen in andere Welten begleitet. Du bist nicht allein. Niemals allein. Große Freude breitet sich aus. Sie trägt dich in die Welt der Wirklichkeit. Große Freude gibt dir Kraft zu sein, wie du bist. Es ist die Freude der Wirklichkeit. Und diese Freude trägst du von der Wirklichkeit in dein Zuhause. Diese Freude wird dich begleiten, wenn du nur an uns denkst, wenn du an das denkst, was du gerade erleben durftest, wird sich dein Herz wie von ganz allein weiten. Es wird sich tief verbunden mit deiner Seele erinnern, wie schön die Wirklichkeit ist und dass wir in dir den Weg von der Wirklichkeit in die Dualität gelegt haben. Und dieser Weg ist voller Geschenke der Kraft,
der Heilung und der Liebe. Und diese Geschenke nehmen niemals ab. Und so werden wir dich heute Abend, wenn du dich zur Ruhe legst, mit den Tönen unserer Liebe in den Schlaf singen. Wenn du es erlaubst, werden wir deine Seele wie ein kleines Kind in unseren Armen halten. Auf unserem Rücken tragen und sanft die der Liebe summen. So spürt noch einmal deine tiefe Verbindung zu uns in diesem Moment, wo wir dir so nahe sind. Wir sind niemals getrennt. Wenn du unseren Namen nennst, kannst du dich erinnern. Denn oftmals sind die Berührungen mit der Wirklichkeit ein Erinnern. Mit dem Fokus auf unsere Energien zu lenken, erlaubt uns, mit dir in Kontakt zu treten. Denn wir sind hier bei dir, spürbarer als jemals zuvor, im Jetzt und hier. So verneigen wir uns vor dir, große, weise Seele. Und sagen Anamascha, dass du dich geöffnet hast. Für dich selbst und so für uns. Überschütten dich mit unserer Liebe, unserem Segen, und wir überbringen auch Segen, reiche Energien. Und senden ein goldenes Ananascha zu dir und freuen uns auf die gemeinsame Zeit, welche vor uns liegt. Sei gesegnet, ewiglich. Ewiglich, Ananascha. Thank you.
Es war so schön. Wir wünschen euch ihr allerliebsten so schöne Erlebnisse. Die Tore sind geöffnet, das Feld wurde ausgebreitet. Ich freue mich schon auf das, was ihr uns sagen werdet. Nicht heute, nicht morgen, aber so demnächst. Die Energien schwimmen noch sehr, sehr stark nach. Also, ich denke auch über die nächsten Stunden. Und genießt einfach, lasst fließen. Gerade in den Energien kann man auch super einschlafen. Ist passend für heute Abend. Ja, genießt einfach, genießt das Sein, die Verbindung, das, was sich in euch, was euch gezeigt wurde. Das sind die Bilder der Seele. Und ja, ich denke, der eine oder andere dürfte einiges erleben. Ich sage es jetzt mal so. Ich finde keine Worte. Es war sehr schön mit euch. Und ich hoffe einfach, dass ihr ganz, ganz viel mitnehmen konntet. Und ja, wenn ihr später nochmal Fragen dazu habt, dürft ihr gerne schreiben. Wir werden es beantworten. Ansonsten möchtest du noch was sagen, Shana? Alles gesagt. Ja, meine Allerliebsten, dann sage ich einfach Ananascha fürs Dasein, fürs Zuschauen und wünsche euch ein wunderschönes Restostern. Ihr habt ja morgen auch noch frei. Lasst es euch einfach alle gut gehen und verabschiede mich und freue mich auf unser nächstes Treffen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.